Leute, heute geht's weiter mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Spitzenspiel. Also was heißt Spitzenspiel? Gegen Sandhausen, in den Verfolger haben wir da weniger mit 25 Punkten, 23 Punkten Rückstand. Ja, und dann geht's heute los. Also der Aufstieg ist durch. Wir sind nach dem letzten Spiel sogar Meister. Ja, mal gucken. So, ich muss doch diese komischen Nachrichten mal ausschalten. So, jetzt. Benachrichtigung deaktivieren, brauchen wir nicht. Jugendlevel weg, okay. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Boris Michel, okay, warte mal. Torwart. Ja, ich brauche nicht unbedingt. Momentan ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, den muss ich unbedingt haben. Na gut, egal. Heute geht's gegen den Tabellendritten. So. Warte mal, ich muss meine Mannschaft wieder mal ein bisschen umändern, weil ich denke mal, dass da das ein oder andere, der ein oder andere Spieler zurückgekommen ist. Renault ist dabei. Moment, ich muss gerade mich umändern. Subtieren. Pieper raus. McKenny. Merjan raus. Nee, Lukas raus, sowas. Kann Merjan eigentlich bleiben als Stammspieler. So. Merjan, da ist er. Felix Platt ist halt immer noch verletzt, das ist das Bittere. Guck gerade, ob ich dann nochmal wechseln muss. Genau, Bella Kotschab. Dann tue ich mir Kenny wieder ins defensive Mittelfeld. Doch, dann passt das so. Genau. Sigrist wieder raus aus dem Kader. Also aus der Startelf zumindest. So, dann passt das von der wieder so weit, wie ich das gerne hätte. Ja, wie gesagt, der Titel ist klar. Jetzt geht es schon wieder so ein bisschen in die Endplanung, wenn man dann holt. Ich versuche gerade Terodde zu kaufen, der muss unbedingt kommen, weil das ist Mr. Zweite Liga. Ich weiß auch nicht, wen ich so abgeben werde. Und ja. Mal sehen. Sind wohl einige Kandidaten da zum Verkauf, die ich unbedingt loswerden will. Aber wie gesagt, wir schauen einfach nochmal. Gehen wir rein auf jeden Fall ins Spiel. Erstmal. Wir haben ein Heimspiel mal wieder. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Schalke 04 gegen SV Sandhausen. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Die Nummer 14, Florian Krüger. Es ist immer wieder begeistert, wie voll die Stadien sind und wie klasse die Fans mitgehen. Und da sieht man wieder mal, welche Bedeutung der Fußball hat. Es ist eben die Sportart Nummer 1. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Ist schon eine undankbare Aufgabe, gegen solche Konterspezialisten anzutreten. Absolut,
das machen sie immer wieder perfekt. Die finden immer wieder die Lücke. Du kannst sie noch so stark hinten einstören, sie bekommen immer wieder ihre Chancen. So, auf da, auf geht's. Spieltag Nummer 32, dann haben wir noch 6 Spiele, dann sind wir durch. Mein Ziel ist es halt jetzt. Ja, da ist keiner mit, der geht da keiner mit. Ah, schade. Ja, Kubilanski ist mittlerweile der Top-Torjäger mit 31 Toren. Mal gucken, ob er die 40 noch knackt in dieser Saison. Na gut. Der Fangwechsel war gar nicht mal so schlecht. Da kommt der Pass auf außen. Ich finde, Sandhausen hat über uns 3-0. Und wenn der Konzert, der macht den gut. Sie verlieren den Ball. Könnte die Führung werden. Und dann nach Sandhausen. Dicke Chance. Und der ist drin. 1-0 für die Gäste. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Ich weiß, eigentlich ist das Ding sicher. Ja, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können. Ja. Der hätte anders geklärt werden müssen. Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 10. Minute. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Abgefangen, gut gemacht. Ja, und Krüger, der kann sich mit ein bisschen Glück durchsetzen. Guter Vorstoß da jetzt. 3000 gegen Spiel ein. Ne, kommt doch nicht rein. Klar wollen wir das Ding gewinnen, ne? Daniel Keita-Ruhl. Ah, versucht das. Den holt er sich Tarkovic mit einem guten Tackling. Momentan sitzt Amate. Ja. Und jetzt geht der Ball. Kein Abseits. Doch. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Knappe Entscheidung, aber er steht dann doch den Hauch im Abseits. Hm. Ja, schade. Robin Scheu. Jetzt. Ärgerlich. Ballverlust. Konter nochmal der Schalker jetzt. Schalke jetzt über außen. Über Gambula. Jetzt ist gefährlich. Er schießt. Drin. Der Ball ist drin. Der Treffer zählt. Ausgleich. Jawohl. 23. Minute. Da ist das Ausgleichstor. Zumindest hat mir das gelungen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ja, die Baranie kann er nicht viel halten. Er geht schön hinten ins lange Eck. Passt. Und jetzt geht's weiter. So will er das natürlich sehen. Mit viel Kampfgeist sind sie zurückgekommen in dieses Spiel und das gefällt ihm natürlich. Hm. Und so. Alles auf Anfang, es steht 1-1. Kommt jetzt auch 23 Tore, der Müller. Sie kommen jetzt über außen. Zwenger, der jetzt versucht natürlich, Amatel einzudrehen, den kriegt er nicht. Ja, sie können erstmal klären. Ja, der ist gut, der Ball. Ach, schade. Kubilanski kommt da nicht wirklich durch, den haben sie momentan noch ein bisschen im Griff. Zwenger wieder. Jetzt gefährlich. Gute Parade. Jawohl, ja, dann haben wir es. Bujan Lab jetzt sehen wir. Ja, ich muss anders spielen. Und dann geht der Ball. Ein Pass mit viel Augen. Jetzt mal Kubilanski, der jetzt mal was versuchen kann. Jetzt mal ein bisschen Luft hat. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der war auch gut gehalten. Da hat er mal ein bisschen Platz gekriegt. Schade. Das sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. Kein Problem. Ja. Sind dann doch letztlich harmlosen Ball. Das kann ich jetzt mal. Ja, Gambula, der eigene Torschütze, der Torschütze ist 1-1. Aber es ist ja noch nichts passiert.
glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kreieren, dann wird das hier maximal ein Remis geben. Und ja, das wäre angesichts des Gegners eine große Enttäuschung. Ja, definitiv. Na gut, aber das ist gut. Das Ding ist eh entschieden, also diese Saison. Es tut jetzt nicht wirklich weh. Das wird Abschluss geben. 5 Minuten. Aber ich will natürlich das Ding gewinnen. Das ist natürlich mein Ehrgeiz, alle Spiele zu gewinnen. Ja, also so viele wie möglich nach Hause zu fahren. Gucken wir mal. Aber keiner erwartet hier, dass wir ihn Gegner nach Hause schicken hier mit 12-0. Jetzt haben wir's. Und jetzt die Chance. Die gehalten und frei soll. Der hat das Ding gut gehangen, diesen Ball. Den Winkel verkürzt und dann dem Stürmer keine Chance pressen. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Natürlich hoffen wir auf die Führung. Die Ecke kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal. Nächste Ecke. Wieder Ecke. Also was nochmal. Svenja. Ecke kommt in die Mitte. Schöner Einsatz. Das ist die nächste Ecke geben. Dritte Ecke in Folge. Ja, ja. Kurz vor der Pause. Wir haben noch wenige Sekunden Zeit. De Rossun. Ja, der Schuss jetzt. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, das hätte was werden können. Pause. Das Remis. 1-1. Zur Pause. Das kann den Gastgeber nicht reichen. Heute offensiv nicht viel. Deshalb auch keine Treffer zur Pause. Das heißt keine Treffer. Es steht unentschieden. Es steht 1-1. Also 2-3 haben wir. Frühe Führung der Sandhäuser und dann das Ausgleichstor. Aber es ist noch alles drin. So. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Klar, du läufst halt im Rückstand hinterher, ne? Der 10 Minuten. Die erste Chance für die Gäste, die haben sie dann genutzt. Gibt Einwurf. Aber für die Gegner, okay. Na, ja, der ist zu lang. Den kriegt er nicht. Pass auf außen. Hat er gut aufgepasst, der Fünfer. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Ja, ja, das hatte ich auch gehofft, dass ich da ein bisschen den durchstecken kann, dass er dann vielleicht doch eine Chance reinzukommen. Aber das ist alles erstmal noch gut. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Gut gemacht, Kola. Sylvia Gongula. Könnte gefährlich werden. Ach, der könnte zu lang werden. Rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich den ist ein bisschen, der war ein bisschen lang. Die Idee war ja gut, aber die Ausführung war schlecht. Es gibt Einwurf für jetzt uns. Gibt's einen Einwurf. Nicht mehr dabei. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Ja, da geht aber keiner mit in die, geht aber keiner in die Mitte. Das macht er sehr gut. Warum geht da keiner hin? Das gefällt mir gerade gar nicht. Kriegt der den noch? Es wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Es wird Abschluss, ja, ja. Aber es ist halt doch nicht mehr so lange zu spielen. Warte. Ja, der muss jetzt ein bisschen noch. Tunde Heinrichs, ich wiederhole. Tunde Heinrichs. Silvia Gongula. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir mal. Bisschen Platz nochmal. Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Paurevic. Robin Scheu. Daniel Keita Ruhl. Macht er gut hier. Und dann so ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung. Fairer Einsatz. McKenny. Jetzt mal. Und der Ball geht jetzt mal schön durch. Da ist er jetzt mal endlich. Jetzt vielleicht. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Ja, die machen es clever. Bisher machen sie es ganz clever, dass die uns nicht so wirklich zur Entfaltung. Hallo, Latte. Sah gefährlich aus, dieser Kopfball, aber es fehlt das Glück. Scheiße, Mann.
So, mal probieren. Ein bisschen durchwechseln. Drei Wechsel muss ich ziehen. Ich muss es ja jetzt irgendwas mal noch was Neues jetzt probieren. Ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Passt halt nicht gerade. So, jetzt versuchen wir es mit ein bisschen mehr Energie. Ich will dieses Spiel natürlich gewinnen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, ein bisschen ist noch Zeit. Gefährlich! Könnte was werden, aber ihr seht. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Super Volley. Ball ist erstmal im Aus. Technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlt nur die. Ich muss ja nach vorne hauen. Ja, scheiße, ey. Wirklich. Löst diesen einen Ball hinterher, den sie hatten, ne? Sie kommen über den Flügel. Mir macht momentan aus Sandhausen wieder viel zu viel. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. So, letzte 8 Minuten, 10 Minuten noch knapp vielleicht. Mit der 8 Minuten jetzt noch. Jetzt hat er einen Ball. Da kommt der Pass auf außen. Tolles Zuspiel. Gefährlich jetzt. Ja! Ganz wichtiger, später Treffer von ihm. Das 85. Minute. Da passt mal so ein Ball da vorne rein. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Hier, Krüger, der den von der Außenlinie flach einsetzt. Er hat die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht. Für den Keeper nichts mehr zu halten. Gerade in dem Moment. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Yes! 85. Minute, Schredi macht mal sein 10. Tor. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau da. Ich auch nicht, aber es hat dann immer doch noch gepasst. Der entscheidende Treffer gewesen sein. Jetzt haben wir mal Adam da vorne. Und da verlieren sie den Ball. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht beim. Jetzt vielleicht jetzt noch das Ende. 3-1. Feierabend. Der eingewechselte Mama macht dann am Ende doch mit dem Doppelpack das Ding hier zu. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Hat funktioniert auf jeden Fall. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. 2 Minütchen noch, ja. Und damit ist dann irgendwann durch auch. Daniel Keita-Ruhl. Bella Kotschab, ja, der nicht, dass der noch eine rote Karte hier sieht. Das ist nämlich nur gelb. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, es gibt Geld für Schalke. Richtige Entscheidung, Wolf. Und ja, noch so ein Ding, dann war es das für ihn. Klingmann. Jetzt ist es gefährlich. Und damit ist dann irgendwann jetzt Feierabend. Ist es soweit. Schlusspfiff. 3-1. Yes. Und jetzt warten hier alle auf den großen Moment. Ja, gefeiert haben sie ja schon, die Spieler, die Fans. Aber jetzt gibt es endlich die Trophäe. Auf diesen Augenblick haben hier alle gewartet. Und jetzt, das merkt man auch, kann es den Spielern gar nicht schnell genug gehen. Das dauert denen jetzt alles viel zu lange. Die wollen endlich das Ding in der Hand halten. Das ist ein unvergesslicher Augenblick. Ja, und damit ist gar wegen der Meisterschaft auch, ne? Stimmt. Bei Sandhausen hat letztes Spiel auch nur unentschieden gespielt. Da sind wir ja durch. Und damals auch schon mit einem direkten Duell, mit einem 3-1, das Ding zuzumachen, ist gut genug. Geise. Aufstellung, Buschi, du sitzt noch. Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Wir machen auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten zurück beschreiben würde, wie du hier schon wieder stehst, vom linken aufs rechte Bein und zurück, so wie die da auf dem Podium. Stimmt, so zappelt der Fuß hier rum. Ich sitze hier in aller Ruhe. Ja, ja. Ich sitze hier in aller Ruhe. Und im Himmel ist Jahrmarkt. So wie für die, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und jetzt ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch.
Es ist nur die Trophäe der dritten Liga. Aber es ist eine Trophäe. Jetzt geht es natürlich rüber zu den Fans. Klar, die haben großen Anteil an diesem Titelgewinn. Ja, auf die Unterstützung der Fans konnten sie sich immer verlassen. Und das ist jetzt der Tag. Jetzt hier bringen sie die Trophäe zu den Fans. Jetzt ist es nur noch eine Riesensause auf den Rängen. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann, metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Klasse Pass. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. So, puh, dann haben wir das Ding auch zu. Und jetzt geht es kurz um Interviews. Ja, das Spiel ist jetzt gerade mal ein bisschen geschenkt. Halle gegen Haching 2-1. Und die Halle, die halten sich jetzt noch ein bisschen dabei oben. Nicht, dass die am Ende in der Relegation weiterkommen und Sandhausen unten in der dritten Liga bleibt. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ja, klar. War heute knapp auf jeden Fall, definitiv. Also, hätte auch ohne hinausgehen können. Trotzdem super Leistung, ja. Und viel Einsatz, definitiv. Also besser waren wir nicht unbedingt, aber wir hatten halt dann am Ende doch noch die Chance, das 2-1 gemacht. Wenn du dann direkt das 3-1 hinterher schiebst, sorgt das mal für ein bisschen für Ruhe. Ja, passt. Nächster Sieg am Eingefahren und dann will ich auch kurz vor der Mannschaft gucken, weil ich muss ja dann für die neue Saison schon ein bisschen planen für den, das ist klar. So. Na, der macht ja Feierabend danach. Den Ausleihen brauche ich nicht abbrechen. Leihliste streichen. Okay, der nur vielleicht. Ach, der geht nur Leihliste, okay. Das muss ich jetzt alles in der neuen Saison machen. Ich wollte jetzt schon anfangen, die Leute auf die Transferliste zu setzen. Aber noch will er nicht. Okay. So. Noch will er nicht, also kann ich das doch, diese Planung noch nicht vollziehen. So, das nächste Spiel ist gegen den 1. FC Magdeburg und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.